In diesem Video erfahrt ihr einiges über die Grundlagen der Abwasserbehandlung, wie zum Beispiel die einzelnen Schritte der mechanischen und der biologischen Abwasserreinigung. Unsere Gewässer, Flüsse und Seen werden in vielfacher und unterschiedlicher Weise von uns Menschen genutzt und verschmutzt. Damit diese Gewässer in einem guten Zustand bleiben bzw. wieder versetzt werden, ist eine entsprechende Abwasserbehandlung notwendig. Entsprechend der für das Gewässer geforderten Qualität und der verschiedenen Zusammensetzung von Abwässern, zum Beispiel aus Haushalten, der Landwirtschaft und Industrie, gibt es verschiedene Verfahren und Dimensionierungen für Kläranlagen. Jedoch sind sowohl der Abwasserbehandlung als auch der Trinkwasseraufbereitung technische Grenzen gesetzt. In Kläranlagen sind Abwässer wechselnder und verschiedener Zusammensetzung zuverlässig zu behandeln. Wir unterscheiden jetzt zum Beispiel zwischen gelösten und ungelösten Stoffen, flüchtigen und nicht flüchtigen Stoffen, anorganischen und organischen Substanzen sowie oxidierenden und reduzierenden Verbindungen. Als volkswirtschaftlich wichtige Aspekte sind bei der Gewässernutzung verschiedene notwendige Qualitäten zu beachten. Erstens Entnahme für menschlichen, landwirtschaftlichen oder industriellen Gebrauch. Zweitens das Einleiten von Abwasser. Drittens die Fischerei. Und viertens die Erholung im oder am Wasser. Um diesen Qualitäten gerecht zu werden, müssen für die jeweilige Region bzw. das jeweilige Gewässer die Anforderungen an die Einleitstelle, also den Ablauf der Kläranlage, genau definiert und beachtet werden. Wasserinhaltsstoffe lassen sich einteilen in Giftstoffe, welche sich toxisch auf Lebewesen auswirken, Störstoffe, welche technische Störungen hervorrufen können, die Zehrstoffe, welche den Sauerstoffgehalt im Wasser negativ beeinflussen und die Nährstoffe, welche zu einer Entrophierung der Gewässer beitragen. Um die entsprechenden Stoffe zurückzuhalten bzw. das Abwasser zu reinigen, stehen verschiedene Techniken zur Verfügung, die sich in den Jahren ständig weiterentwickelt haben. Grundsätzlich gibt es folgende Schritte in der Abwasserreinigung. Im ersten Schritt werden grobe Stoffe wie zum Beispiel Textilien, Papier, Äste und vieles mehr mittels Rechen und Sieben entfernt. Im zweiten Schritt wird Sand, welcher mechanische Teile der Kläranlage stören kann, mittels eines Sandfangs entfernt. In einem dritten Schritt kann die Entfernung von Öl und Fetten mittels Öl- und Fettabscheider in Frage kommen. Im vierten Schritt können absinkbare Stoffe durch Sedimentation in Vorklärbecken entfernt werden. Diese ersten vier Schritte werden als mechanische Abwasserreinigung bezeichnet. Im fünften Schritt können sich im Abwasser befindliche organische Stoffe mit der biologischen Reinigungsstufe entfernt werden. In einem weiteren Schritt können verbleibende Keime, Medikamentenrückstände, Mikroplastik etc. in einer weiteren Behandlungsstufe mittels Ozon, UV, Fällung oder Filterung etc. weiter eliminiert werden. Gehen wir die Schritte nochmal einzeln durch. Rechen und Siebe gibt es in verschiedenen Ausführungen und kommen ebenso wie der Sandfang in größeren Anlagen ab ca. 500 Einwohnerwerten zum Einsatz. Bei den Rechen wird unterschieden zwischen Grobrechen mit Stabweiten zwischen 40 und 80 mm und Feinrechen mit Stabweiten zwischen 10 und 25 mm. Bei den Sieben kommen meistens Trommelsiebe zum Einsatz, wobei das Abwasser von innen nach außen durch ein Loch bzw. Spaltummantelung fließt. Das Siebgut kann dann durch eine Abstreifvorrichtung ausgetragen werden. Die am häufigsten eingesetzte mechanische Abtrennvorrichtung ist die Vorklärung, die auch bei den meisten kleinen Kläranlagen zum Einsatz kommt. Die am häufigsten eingesetzte mechanische Abtrennstufe ist die Vorklärung, welche auch bei den meisten kleinen Kläranlagen zum Einsatz kommt. Hier werden ungelöste Partikel durch Schwerkraft nach unten abgesetzt. Da die Vorklärung meist unbelüftet bleibt, bilden sich hier größere Mengen an Faulschlamm, welcher regelmäßig entfernt und aufwendig weiterverarbeitet werden muss. Um die Schlammmengen zu reduzieren, muss der Schlamm entwässert werden. Dies findet normalerweise in verschiedenen Behandlungsschritten statt, auf die ich später in einem anderen Video eingehen werde. Während früher überwiegend mechanische Abwasserreinigung stattfand, konnte mit der Einführung der biologischen Behandlungsstufe
eine enorme Verbesserung der Wasserqualität erreicht werden. Ein Großteil der im Abwasser befindlichen organischen Stoffe wird im biologischen Abbau entfernt. Auch schwer oder nicht abbaubare Stoffe können durch Anlagerung an dem Bioreaktor befindliche Belebtschlammflocken reduziert werden, wie zum Beispiel Farbstoffe aus Textilien. Die biologische Verstoffwechselung kann unter verschiedenen Zuständen von Sauerstoff im Abwasser stattfinden. Unter aeroben Bedingungen ist gelöster Sauerstoff im Abwasser vorhanden. Diese Bedingungen braucht man für den Kohlenstoffabbau und für den Abbau von Ammonium, der sogenannten Nitrifikation. Unter anoxischen Bedingungen ist kein gelöster Sauerstoff mehr im Abwasser, sondern es ist noch gebundener Sauerstoff in verschiedenen Stickstoffverbindungen vorhanden, welche in der Denitrifikation verarbeitet werden. Hier wird Nitrat und Nitrit reduziert. Anaerobe Bedingungen werden in der biologischen Abwasserbehandlung seltener eingesetzt, für spezielle Anwendungsfälle wie zum Beispiel der Klärschlammbehandlung. Hier ist weder gelöster noch gebundener Sauerstoff in Stickstoff vorhanden. Wir Menschen bringen in der Regel durch unsere Ausscheidungen die Mikroorganismen mit, welche in einer Kläranlage gebraucht werden. Schafft man günstige Bedingungen im Bioreaktor, so bilden sich aus verschiedenen Mikroorganismen unterschiedliche Strukturen zur Abwasserreinigung. Sind sich bildende Bakterienkulturen im Abwasser suspendiert, so bezeichnet man dies als Belebtschlammflocken. Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Bioreaktorverfahren entwickelt. Bei im Bioreaktor freischwimmenden Belebtschlammflocken spricht man vom Belebtschlammverfahren. Durch die eingeblasene Luft werden die Bakterien mit dem zufließenden Abwasser in Berührung gebracht. Wächst der Belebtschlamm auf einem zur Verfügung gestellten Trägermaterial auf, so entsteht ein Biofilm. Diese Verfahren nennt man Biofilmverfahren. Die wichtigsten einzelnen Verfahren stelle ich in den nächsten Videos mit ihren Vor- und Nachteilen vor. Eine Herausforderung für alle diese Verfahren ist, die Belebtschlammflocken aus dem Bioreaktor zurückzuhalten, sodass diese nicht in den Auslauf der Kläranlage geraten. Nach dem Klärprozess im Bioreaktor bedarf es also eines weiteren Schrittes zur Zurückhaltung dieser Bioflocken. Dies geschieht entweder in einer nachgeschalteten Kammer, der sogenannten Nachklärkammer, wo die Bioflocken zu Boden absinken und dann abgepumpt werden, oder durch Bildung einer Klarwasserzone überhalb des Bioreaktors, wie zum Beispiel bei dem SBR-Prozess. Zusammenfassend können wir also feststellen, dass es für die Auslegung einer Kläranlage wichtig ist, anhand des Gewässers und der Nutzung des Wassers Anforderungen zu definieren. Wenn man dann weiß, welche Leistung die Kläranlage bringen muss, kann eine sinnvolle Auswahl und Dimensionierung stattfinden. Als Schritte der Abwasserreinigung haben sich etabliert die Grobstoffabscheidung mittels Rechen und Sieben, der Sandfang, die Öl- und Fettabscheider, die Vorklärung, der Bioreaktor und weitere Behandlungsstufen. Im Bioreaktor sind aerobe, anoxische und anaerobe Bedingungen möglich, welche mit verschiedenen Verfahren realisiert werden können.